Ja, wir haben uns ja in der letzten Vorlesung mit Scheduling-Verfahren bereits angefangen auseinanderzusetzen. Wir haben uns dort den Round-Robin-Scheduling-Verfahren angeschaut und das ist ja das erste präemptive Scheduling-Verfahren. Wir haben da gelernt, dass jedem Scheduling-Verfahren so ein Begriff von Gerechtigkeit innewohnt. Und beim Round-Robin-Scheduling war es so, da geht es um Aktivierungsgerechtigkeit. Das heißt, wie häufig wird ein Thread aktiviert, wie häufig kriegt er die Chance, CPU-Zeit zu verbrauchen. Heute wollen wir uns mit einer anderen Klasse von Scheduling-Verfahren beschäftigen, nämlich mit dem Fair-Share-Scheduling, wo es nicht darum geht, dass jeder Thread gleich häufig die Chance hat, Rechenzeit zu verbrauchen, sondern dass wir sagen, wir wollen eine Verteilungsgerechtigkeit anstreben. Die CPU-Zeit, die wir haben, die teilen wir durch die Anzahl der Threads, die wir haben, und jeder dieser Threads soll diesen Zeit zugesprochen bekommen, egal was passiert. Und das ist die ideale Verteilung, die wir versuchen anzustreben. Das heißt, wir haben einen Algorithmus, der diese ideale Verteilung vor Augen hat und der mit seinen Entscheidungen darauf hinwirkt, dass wir näher an diese ideale Verteilung herankommen. Das bedeutet vor allem, dass für Threads, die gerade schlafen, also die blockieren, die zum Beispiel darauf warten, dass ein Block von der Festplatte eingelesen wird oder dass ein Netzwerkpaket empfangen wird, dass die durch ihr Schlafen nicht benachteiligt werden. Die sparen sich ein Defizit an, während sie gerade blockieren, weil sie können ja gerade nicht rechnen. Und wenn sie dann rechnen können, wenn das Paket angekommen ist oder wenn der Block von der Platte eingelesen wurde, dann tun wir diese Threads bevorzugt dran nehmen, bis die ihr Defizit aufgeholt haben, bis wir wieder dran sind an dieser idealen Verteilung, an dieser idealen Verteilungsgerechtigkeit und dann werden sie quasi erst wieder zu normalen Threads. Und wir schauen uns heute eine Implementierung genauer an, die so ein Fair Share Scheduling implementiert, nämlich den Completely Fair Scheduler, wie er im Linux-Kern implementiert ist. Dort ist er seit 2007 der Standard-Scheduler für die normalen Threads. Das heißt, wenn Sie Ihren Firefox aufmachen oder Ihren Chrome, dann werden die Threads in diesem Prozess von diesem Scheduler gemanagt. Und es wird dafür gesorgt, dass die gerecht viel Rechenzeit bekommen. Es gibt im Linux-Kern noch andere Scheduler, die für Echtzeit-Threads zuständig sind. Die wollen wir uns heute aber nicht anschauen. Da ist unter anderem auch ein Round-Robin-Scheduler dabei. Aber für die normalen Threads wird der Completely Fair Scheduler verwendet. Für ein System mit nur einem Kern ist die Implementierung von diesem CFS auch relativ überschaubar mit 2000 Zeilen Code. Ich habe das für Sie einmal im Skript rausgeschnitten, zusammengedampft, diese Variante mit den 2000 Zeilen Code. Aber im tatsächlichen Source Code sind da noch weitere Komponenten drin, wie Multicore Support oder Support für Systeme mit nicht uniformem Speicher. Aber wir wollen uns heute nur die Single-Core-Variante anschauen. Ja, wie sieht es aus mit der Implementierung von einem Completely Fair Scheduler? Wie schafft er das, diese Verteilungsgerechtigkeit hinzubekommen? Das macht er, indem er eine Buchhaltung führt über die Rechenzeit, die die einzelnen Threads bereits bekommen haben. Und dazu legt er ein virtuelles Laufzeitkonto an, wo er für jeden Thread eben draufschlägt, was der schon bekommen hat. Und diese Buchhaltungsvariable, das ist ein Integer, der da gehalten wird, der Nanosekunden zählt, der wird pro Thread angelegt und heißt im Source Code vRuntime. Wir sehen hier auf der rechten Seite so grafisch, dass hier ein Thread A 3 Zeiteinheiten bereits gerechnet hat in der Vergangenheit. Und dieses Laufzeitkonto, das wird immer dann aktualisiert, wenn der Scheduler aktiviert wird. Also der wird ja in regelmäßigen Abschnitten gefragt, ist die Entscheidung immer noch die korrekte? Und dazu konsultiert er die Buchhaltung, um zu schauen, ja, vielleicht müssen wir umplanen. Für die laufenden Threads wird während der Aktivierung die vergangene Rechenzeit auf das Laufzeitkonto draufgeschlagen. Und für Threads, die schlafen, die also gerade blockieren oder die zwar bereit sind, aber die gerade eben nicht auf der CPU ausgeführt werden, da bleibt dieses Laufzeitkonto auf dem gleichen Stand. So, wie ist jetzt das genaue Vorgehen, wenn wir eine Scheduler-Aktivierung haben? Das heißt, das System, der Rest vom Kern hat sich entschieden, jetzt eine Scheduling-Entscheidung anzufragen. Und der Scheduler geht dann her und macht erstmal diesen Buchhaltungsschritt. Ja, er erhöht diese vRuntime vom aktuell laufenden Thread und dann macht er einen zweiten Schritt, wo er schaut, wir müssen einen Thread auswählen, der ab sofort läuft. Und das macht der CFS, indem er den Thread mit dem geringsten Kontostand auswählt. Und wieso macht er das? Also geringster Kontostand heißt, dass diese vRuntime-Variable ja den kleinstmöglichen Wert hat. Und das bedeutet, dass der das maximale Defizit gegenüber der gerechten Verteilung hat.
in der gerechten Verteilung, werden diese V-Runtime-Variablen von allen Threads einfach auf dem exakt gleichen Zeit. Ja, also sie haben alle gleich viel bereits gerechnet und das wäre dann die gerechte Verteilung. Aber weil jemand schläft, kann er eben gerade nicht rechnen und fällt deswegen zurück. Der hat also dann den größten Aufholbedarf. Und das schauen wir uns jetzt mal im Beispiel an. Wir haben hier ein System mit 4 Threads, die laufen könnten, die alle bereit sind und eine CPU, auf der wir dieses Thread einlagern, anlasten wollen. Und jetzt wird der Scheduler aktiviert. Es läuft gerade keiner, das heißt, es findet keine Buchhaltung statt. Und wir suchen jetzt den Thread mit dem niedrigsten Laufzeitkonto und das Thread A, der wird dann auf der CPU eingelastet. Der hat nämlich bisher erst 2 Zeiteinheiten gelaufen. Und diese Verteilung kann dadurch entstehen, dass A und B irgendwie ja eine gewisse Zeit gewartet haben, während C und D in ihrer Berechnung bereits weit fortgeschritten sind. Deswegen sind die anderen beiden so weit in den Hintergrund gerückt, sind jetzt aber wieder auf bereitgestellt worden. So, die Entscheidung wurde getroffen und jetzt lassen wir diesen Thread A für eine gewisse Zeit lang laufen. Der Scheduler ist also gerade nicht aktiv. Es ist jetzt der Thread auf der CPU aktiv. Und sagen wir mal, der darf 6 Millisekunden rechnen und dann wird der Scheduler wieder aktiviert. Das heißt, wir haben jetzt erstmal eine Zeitscheibenlänge von 6 Millisekunden. Nach 6 Millisekunden geht der Scheduler her, erhöht das Laufzeitkonto und führt wieder diese Suche nach dem Thread mit dem niedrigsten Laufzeitkonto aus. Ja, und wir haben hier 4 Threads und A ist immer noch der mit dem niedrigsten Laufzeitkonto. Das heißt, wir planen nicht um, wir lassen Thread A noch eine weitere Zeitscheibe laufen, weil er ein so hohes Defizit hat. Ja, nach weiteren 6 Millisekunden sind wir bei 14 Millisekunden Laufzeitkonto angekommen. Jetzt ist B der mit dem niedrigsten Konto. Wir tauschen diese beiden Threads gegeneinander aus. B ist dann auf der CPU, darf ausgeführt werden. Nach 6 Millisekunden wird das Laufzeitkonto erhöht. Und Sie sehen schon, jetzt wird A und B wieder ausgetauscht. A darf jetzt wieder rechnen, weil er jetzt der mit dem geringsten Kontostand ist. Und wie Sie sehen, A und B wechseln sich in ihrem Fortschritt ab. Ja, und C und D sind gar nicht dran gekommen. Die haben nämlich in der Vergangenheit schon so viel gerechnet, haben so viel auf dem Kerbholz quasi, dass wir sagen, erstmal lassen wir die auf der Bank und die ganz lange nicht die CPU hatten, die dürfen jetzt erstmal ihren Nachteil ausgleichen, kommen bevorzugt dran und dann kommen erst wieder C und D dran. Gut, jetzt ist das so das grundlegende Scheduling-Prinzip, aber man muss sich ja beim Scheduler auch immer überlegen, wie implementiert man das auch effizient. Und die komplexeste Operation in diesem Scheduling-Ablauf ist dieses Finden des Threads mit der niedrigsten Laufzeit, also mit dem niedrigsten Laufzeitkonto. Sie könnten das jetzt machen, indem Sie Ihre Bereitliste linear durchsuchen und den Thread mit der niedrigsten V-Runtime suchen. Das wäre aber unter Umständen eine gar nicht so gute Idee, weil es hat eine Komplexität von O von N. Und ja, O von N, das heißt, bei doppelt so vielen Threads dauert es auch doppelt so lange. Das wollen wir sich wirklich nicht gönnen. Ja, und eigentlich brauchen wir nur immer einen Thread, nämlich den mit der niedrigsten Laufzeit, rausfinden. Und das können wir machen, indem wir diese Bereitliste die ganze Zeit sortiert halten. Das heißt, wir suchen uns eine Datenstruktur, die inhärent immer sortiert ist, wo wir dann den mit dem niedrigsten Eintrag einfach rausnehmen können. Zum Beispiel, weil er immer vorne drin steht. Und eine so eine Datenstruktur, die dafür geeignet ist, die auch im Linux-Kern gewählt wurde, ist der Rot-Schwarz-Baum. Und dort kann man einen Thread einfügen in den Baum und der wird anhand seines V-Runtime-Kontos passend in den Baum eingefügt. Der Baum ist auch die ganze Zeit balanciert, sodass alle Zugriffe von Einfügen und Rausnehmen in Log von N funktionieren. Das heißt, das Rausfinden von dem Thread mit der niedrigsten V-Runtime, das geht in logarithmischer Zeit. Das ist also sehr relativ effizient zu implementieren. Und da wäre auch in einem Scheduling-Verfahren, das zur Laufzeit ausgeführt wird, verwendbar. Okay, wir wissen jetzt, welchen Thread tun wir auswählen, ja, einplanen, aber wie lange lassen wir den laufen? In dem Beispiel von gerade haben wir die immer 6 Millisekunden laufen lassen und dann haben wir den Scheduler wieder aktiviert. Aber ja, wie lange sollte man denn diese Zeitscheibe wählen, damit das Ganze für diese Verteilungsgerechtigkeit auch gut funktioniert? Und da muss man versuchen, erstmal feststellen, Verteilungsgerechtigkeit braucht Verdrängen. Ja, also wenn Sie nicht verdrängend arbeiten, dann könnte es einen Thread geben, der unendlich lange rechnen kann, weil er zum Beispiel alle Stellen von Pi ausrechnet, das könnte eine Zeit lang dauern und der würde die CPU monopolisieren. Daher muss ein Scheduling-Verfahren, das Verteilungsgerechtigkeit anstrebt, auch ein verdrängendes Verfahren sein. Das heißt, es muss Zeitscheiben geben, der Länge T.
Und wenn wir uns jetzt überlegen, wir haben ja diese Verteilungsgerechtigkeit vor Augen, da wollen wir hin. Und die maximale Gerechtigkeit würden wir dann hinbekommen, wenn dieses T minimal wird. Also zum Beispiel tun wir immer nur eine Instruktion ausführen und dann kommen die anderen dran. Und das führt dazu, dass diese Laufzeitkonten nicht weit auseinander laufen können. Ja, es kann keiner vorauseilen in seinen Berechnungen, sondern die sind alle ganz dicht zusammen. Aber wenn wir so häufig umschalten, nach jeder Instruktion, haben wir ganz hohe Umschaltkosten. Das heißt, es gibt hier einen gewissen Trade-off zwischen diesen beiden Zielen und deswegen nimmt man einen Kompromiss und sagt nicht, wir wollen maximale Verteilungsgerechtigkeit, sondern wir schwächen es ab und sagen, innerhalb einer gewissen Periode, ja, die festgelegt wird, die eine Konfigurationsvariable von diesem Scheduler ist, dort wollen wir die Prozessorzeit fair an die einzelnen Threads verteilen. Das heißt, nach dieser Periode soll jeder Thread einmal drangekommen sein, wenn er nicht gerade Zeit aufholt. In Linux ist diese Periode 6 Millisekunden lang. Und jetzt teilen wir diese Periode durch die Anzahl der lauffähigen Threads. So, wenn wir zwei Threads haben, die laufen könnten, ja, dann sagen wir, jeder kriegt die Hälfte der Periode und so lang wird er ausgeführt. Das heißt, nach der Hälfte der Periode aktivieren wir den Scheduler wieder und schauen nach, ist die Entscheidung immer noch die richtige. Diese Zeit, dieses Teilen der Periode durch die Anzahl der bereiten Threads, die nennt man die ideale Laufzeit im Jargon vom Completely Fair Scheduler. Wenn wir jetzt mehr Threads haben, dann wird diese ideale Laufzeit kleiner, um weiterhin dieses Versprechen, dass jeder Thread nach der Periode einmal drangekommen ist, eingehalten wird. Aber wie Sie schon sehen, wenn wir sehr viele bereite Threads haben, werden diese Intervalle immer, immer kleiner. Das heißt, wir nähern uns diesem minimalen T an. Das wäre natürlich nicht gut, weil wir dann völlig ertrinken in den Overheads für unseren Scheduler. Das können wir aber lösen, indem wir eine untere Schranke für diese Länge der Zeitscheiben einführen und sagen, unter diese Schranke dürfen die Zeitscheiben nicht fallen. Ja, damit tun wir diesen Kompromiss zwar noch weiter aufweichen, aber wir bleiben weiter praktikabel und haben nicht zu hohe Overheads. Und das ist in realen Scheduling-Verfahren immer eine wichtige Sache, dass man diese Overheads mit beachtet. Ja, wie schaut das jetzt aus? Jetzt vergleichen wir mal den Completely Fair Scheduler gegen das Round-Robin-Verfahren, was wir letzte Woche ja schon kennengelernt haben. Wie sieht da die Zeitzuteilung aus? Und wenn wir Threads haben, die ganze Zeit rechnen, die also niemals irgendwie auf I.O. warten und deswegen auch kein Defizit haben, dann verhalten sich Round-Robin-Scheduler und Completely Fair Scheduler ziemlich ähnlich. Ja, also wir sehen hier in dieser Verteilung hier einen Zeitstrahl nach rechts und die Threads A und B. Und am Anfang rechnen die beiden nur und beide Scheduling-Verfahren wechseln einfach nur diese Threads nach einer Zeitscheibe ab. Der einzige Unterschied ist, dass beim Round-Robin die Zeitscheibe vorgegeben ist, das ist eine Konstante. Beim Completely Fair Scheduler wird sie berechnet durch die Anzahl der lauffähigen Threads. Das heißt, die könnten sich durchaus unterscheiden. Der Unterschied fängt da an, wenn der erste Thread anfängt zu warten. Hier in dem Beispiel fängt Thread B an zu warten, indem er auf, ja, zum Beispiel auf Diskette wartet, auf Festplatte wartet oder auf die SSD wartet. Und dann sehen wir den ersten Unterschied. Der Round-Robin-Scheduler, der hat konstant lange Zeitscheiben. Das heißt, er tut in den gleichen Abständen schauen, ist meine Scheduling-Entscheidung immer noch die richtige. Beim Completely Fair Scheduler ist es so, die Anzahl der bereiten Threads ist ja jetzt geringer geworden, nicht mehr 2, sondern 1. Das heißt, er bekommt jetzt die ganze Periode, seine ideale Laufzeit wird größer. Aber der tatsächliche Unterschied, der passiert dann, wenn aufgeweckt wird, wenn wir diesen Thread B wieder aufwecken. Dort zeigt sich, die haben unterschiedliche Policies, wann sie tatsächlich reschedulen. Round Robin tut nur zu diesen festen Zeitscheiben seine Scheduling-Entscheidung überdenken. Beim Completely Fair Scheduler sind auch solche I.O.-Ereignisse Zeitpunkte, wo geschaut wird, ist die Entscheidung immer noch die valide. Das heißt, an der Stelle darf Thread B sofort drankommen. Deswegen haben wir hier so eine halbe Zeitscheibe früher, dass B wieder drankommt. Und dann ist es so, B hat ja ein großes Defizit angesammelt zwischen dem Warten und dem Wiederaufwachen. Und deswegen lässt der Completely Fair Scheduler B jetzt eine gewisse Zeit lang laufen, bis er sein Defizit aufgearbeitet hat. Und dann kommt A wieder dran. Ja, so das ist, wie sich diese beiden Scheduling-Verfahren gegeneinander ja abgrenzen, wie sie sich anders verhalten. Aber bei so einem Scheduling-Verfahren ist es muss auch für die Praktikabilität wichtig sein, dass man ab und zu mal sagen kann, dieser eine Thread, der ist besonders wichtig, der soll mehr CPU-Zeit bekommen. Und wir wollen also ein gezieltes Ungleichgewicht in diese Verteilungsgerechtigkeit reinbekommen. Und das schaffen wir beim Completely Fair Scheduler, indem wir die virtuellen Uhren dieser Threads unterschiedlich schnell laufen lassen.
wenn der Thread wichtiger ist, lassen wir seine virtuelle Uhr langsamer laufen. Deswegen heißt das Ding auch virtuelle Laufzeit und nicht Laufzeit, ja, weil es dort noch so einen Faktor gibt, abhängig von der Priorität des Threads. Beispiel, wenn eine CPU, wenn ein Thread sehr, sehr wichtig ist und er gerade 5 Millisekunden Zeitschabe bekommen hat auf der CPU, dann tun wir vielleicht sein Laufzeitkonto nur um 2,5 Millisekunden erhöhen. Und das führt dazu, dass dann eben sein Defizit langsamer abgebaut wird und er deswegen über lange Zeit einfach mehr CPU-Zeit bekommt. Ja, wenn wir ein Scheduling-Verfahren haben, dann sollte man sich auch immer überlegen, gibt es Schlupflöcher? Also kann jemand, der weiß, wie dieses Scheduling-Verfahren funktioniert, das ausnutzen, um sich ja mehr als seinen gerechten Anteil an CPU-Zeit nehmen. Ja? Und hier müssen wir uns einen Schritt zurückgehen und schauen, was managt der Completely Fair Scheduler in der Basisvariante. Der managt nämlich erstmal Threads ein und nicht Prozesse. Wir haben ja schon gelernt, dass Prozesse eine Einheit ist, in der mehrere Threads ausgeführt werden können. Im Standardfall ist in Unix erstmal ein Thread pro Prozess, aber es können auch mehrere gestartet werden, die sich dann einen Adressraum teilen. Und der CFS verteilt die CPU-Zeit gleichmäßig über die Threads. Das heißt, hier in dem Beispiel haben wir jetzt 100% CPU-Zeit und wir haben 4 Threads, die jeder in seinem eigenen Prozess lebt. Ich habe die Farben mal verwendet, um Prozesse anzuzeigen, und die Threads sind diese lustigen Fäden. So, wenn Sie jetzt sich vorstellen, ich bin ein bösartiger Angreifer und ich möchte eine größere Menge an CPU-Zeit bekommen, dann würden Sie einen Prozess starten, der ganz viele Threads startet. Weil die CPU-Zeit wird ja fair aufgeteilt über alle Threads, aber weil mir mehrere Threads gehören, bekomme ich auch einen größeren CPU-Anteil. Na, hier in dem Beispiel, der rote Prozess hat 4 Threads gestartet, die anderen beiden Prozesse, grün und blau, haben nur einen und deswegen bekommen die jeweils 1/6 und der rote Prozess bekommt 2/3 von der CPU-Zeit. Und das ist jetzt die Frage, ist das überhaupt ein Problem? Also Prozesse können es schaffen, in dem Standardschema andere Prozesse zu übervorteilen, indem sie mehr Threads starten. Aber eigentlich ist unsere Verteilungsgerechtigkeit ja gar nicht verletzt worden dadurch. Ja, also wir haben ja weiterhin eine Verteilungsgerechtigkeit auf der Ebene der Threads. Das Ding ist, es gibt nicht nur die Ebene der Threads, es gibt auch eine Ebene weiter höher, nämlich die Ebene der Prozesse. Und so wie wir mehrere Ebenen von Strukturen in dem Betriebssystem haben, wollen wir auch mehrere Ebenen von Verteilungsgerechtigkeit haben. Das schaffen wir, indem wir ein hierarchisches Scheduling einführen. Ja, das heißt, wir machen nicht nur Scheduling auf der Ebene der Threads, sondern auch auf der Ebene der Prozesse. Und die Verteilung funktioniert dann so, dass wir die 100% CPU-Zeit, die wir haben, oben in die oberste Instanz von so einem Completely Fair Scheduler reinkippen. Ja, und der verwaltet dann die Zeiten für die Prozesse. Wir haben hier 3 Prozesse. Das heißt, der wird jedem dieser Prozesse 33% Rechenzeit geben. Der macht also die Aufteilung auf die Prozesse. Und diese Rechenzeit, die wird dann nicht dadurch verwendet, dass ein Thread eingelastet wird, sondern die wird dadurch verwendet, dass sie einer weiteren Instanz dieses Schedulers gegeben wird. Und so, du darfst jetzt diese 33% CPU-Zeit verteilen. Und dort findet dann die gerechte Verteilung innerhalb eines Prozesses statt. Und das führt dazu, dass der Prozess, der ganz viele Threads hat, die gesamten 33% bekommt, aber jeder einzelne Thread ganz viel, viel weniger CPU-Zeit als bei den anderen Prozessen. Das Schicke ist auch noch, wenn man jetzt mehrere Ebenen hat, kann man auch Priorisierung auf unterschiedlichen Ebenen einführen. Man kann sagen, der Grüne ist ein bisschen wichtiger, der kriegt ein paar Prozent mehr von der CPU-Zeit, der Rote ist ein bisschen weniger wichtig. Und dieses Schema ist auch noch erweiterbar auf noch mehr Ebenen von Scheduling. Also man kann auch noch sagen, ich möchte die Zeit meiner CPU gerecht über alle virtuellen Maschinen verteilen, unterschiedliche Betriebsarten, oder jeder Nutzer soll gleich viel Rechenzeit bekommen, soll einen gerechten Anteil an der CPU bekommen, egal wie viele Prozesse und wie viele Threads er startet. Dann will ich noch kurz zusammenfassen, was wir heute gelernt haben beim Completely Fair Scheduler. Das eine ist, der strebt Verteilungsgerechtigkeit an, er will also die CPU-Zeit gleichmäßig oder vorgegeben auf die einzelnen Threads verteilen. Und wartende Threads erarbeiten sich einen Anspruch auf CPU-Zeit, den sie nachholen können, wenn sie dann wieder rechnen können. Die Einplanung funktioniert so, dass wir immer den Thread mit dem größten Defizit einplanen. Der kommt dran, der darf dann sein Defizit aufholen. Und wir schreiben uns auf, wie viel Rechenzeit hat jeder einzelne Thread schon bekommen.
Wir können das Ganze auch effizient implementieren, indem wir die Bereitliste die ganze Zeit sortiert haben. Und dieses Scheduling-Konzept, das ist auch gut erweiterbar. Wir haben ganz kurz angerissen, dass wir Periodisierung machen können, indem wir die virtuellen Uhren dieser Threads langsamer laufen lassen. Also umso wichtiger ein Thread ist, umso langsamer läuft seine virtuelle Uhr, weil er dann sein Defizit langsamer abbaut. Und wir können mit hierarchischem Scheduling noch Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit auf anderen Ebenen des Systems erreichen, nämlich zum Beispiel auf Ebene der Nutzer oder auf Ebene der Prozesse. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, und wie immer, das Skript zur Vorlesung finden Sie online. Dort finden Sie auch die Folien und noch ergänzendes Material, wo ich genauer darauf eingehe, wie diese Priorisierung mit diesen langsamen Uhren tatsächlich funktioniert. Ja, vielen Dank.